In der dunklen Jahreszeit auf der Nordhalbkugel geht es den Menschen beim Feiern um das Licht. Je mehr, desto besser. Und auch beim Essen lieben wir starke Aromen, die so etwas wie Licht für den Gaumen sind. Das sind die Reste der Orangenmarmelade vom letzten Jahr. Ich kriege die Orangen von Freunden aus Murviel-les-Béziers zum Beispiel, das ist in Südfrankreich. Die haben in ihrem Garten einen Orangenbaum. Oder ich kriege sie aus Chiralle, aus dem Olympus Lodge von meinem Freund Sia Schimschek. Und das liegt in Lykien, 80 Kilometer südwestlich von Antalya. Er hat das Olympus Lodge in eine ehemalige oder eine frühere Orangenplantage gepflanzt und gebaut und hat da natürlich auch noch ganz viele Zitrusfrüchte. So. Jetzt werde ich mal gucken, was ich dieses Jahr mache, wie ich zu meinen Orangen komme. Ich werde am besten mal den Sia anrufen. Guten Morgen. Hallo Rainer. Guten Morgen. Sag mal, hast du noch ein paar Orangen oder Zitronen? Natürlich, immer. Und? LKW-weise. Beeindruckend. Doch bis die LKWs in Berlin ankommen, ist es schon das nächste Jahr. Sich einfach ins Flugzeug setzen und die Orangen holen, geht in Pandemiezeiten auch nicht. Doch Sia will Freude bereiten und so bietet er etwas noch Größeres als Orangen. Ah, liebe Rainer, weißt du was? Immer noch 21 Grad. Ah. Hervorragend zum Baden nach der Sauna. Ja. Bombastisch. Das Mittelmeer. Okay, jetzt bin ich neidisch genug. Sia, vielen Dank. Kein Geschenk, mein Lieber. Ich gehe in die Küche. Oh, ich bin ja schon in der Küche. Wir kommen jederzeit. Also, keine Orangen aus Olympus Lodge. Schade, weil da weiß ich, wie die gewachsen sind, wie sie gepflegt wurden, dass sie nicht gespritzt wurden. Und ich kenne den, der sie gepflückt hat. Aber wenn es nicht geht, was bleibt dann? Supermarkt? Zurück vom Corona-gerechten Einkauf. Natürlich gibt es hier Zitrusfrüchte in jeder Qualität. Die sogenannte Bioproduktion hat einen Anteil von 5-10%. Preislich liegen sie 30% höher als konventionelle Waren. Das war jetzt die einfache Ernte. Die Herkunft verrät der Aufkleber nicht. Marken stehen für Bio-Anspruch. Sicher ist sicher abwaschen im lauwarmen Wasser. Die Orange, was für ein wohltuender Duft. Etwas über 2 Kilo habe ich gekauft. Man nennt sie übrigens auch Apfelsine. Wisst ihr, woher das kommt? Das kommt von Apfel und China. Also es soll jetzt im Zusammenhang mit einem bestimmten Virus aus vielleicht China keine Rolle spielen. Wir fangen an, die Apfelsine zu schälen. Die Schale dünn abschneiden. Und da waren doch auch noch Zitronen. Richtig. Die schäle ich nicht, weil es kommt auf deren ganze Schale an. Und vor allem im Weißen der dicken Schalen steckt das Zitruspektin, das beim Gelieren helfen wird. Den Zitronensaft hebe ich für Cocktails auf. Pro Kilo Orangen koche ich die Schalen einer Zitrone für eine halbe Stunde in etwas Wasser aus. Jetzt kommt der langweilige Teil, das Orangenauspressen. Ich habe immer Barkeeper bewundert, wenn sie mit diesen Hebelmaschinen die Früchte entsaften und natürlich klebrige Finger bekommen. Es geht hier um möglichst viel Saft, also darf man die Schalen auch querpressen. Am Ende ist es immer zu wenig Saft. 2 Kilo und nicht ganz 1 Liter. Die Schalen sollen fein gehackt werden, aber so dick, dass sie später noch zum Kauen anregen.
Mit dem Kartoffelstampfer wird alles Zitruspektin herausgeholt. Und so haben wir dann doch noch einen Liter Saft. Und jetzt kommt die Gewissensfrage. Machst du es nur mit Zucker und dem ausgekochten Zitronen? Machst du es ohne oder machst du es mit? Mit. Also ich gestehe, die Hälfte der empfohlenen Menge an Geliermittel tue ich dazu, weil ich habe das zu oft erlebt, dass es dann einfach zu flüssig war und dann keine Freude machte. Und dann musste man doch mehr einkochen und alles nochmal. Nee, ich gehe auf sicher, so eine 2:1 Mischung hier. Natürlich roher Zucker. 500 Gramm auf einen Liter Saft mit dem Geliermittel vermischen. Jetzt kann man unter dem Topf schon Energie zuführen. Das meiste Aroma aber bringen die Schalen. Kalium, Phosphor und Eisen in ihnen sorgen übrigens für das Glückshormon Serotonin. Alles steht bereit. Die Mischung soll sprudelnd kochen. Schließlich müssen die Schalen gar werden. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Die Gelierprobe. Es soll nicht sofort fest werden. Es darf noch etwas über den Teller laufen. Aber dann... Das schmeckt sehr gut. Energie jetzt noch zum Warmhalten und fertig ist die Orangenmarmelade. Der Musiktitel im Hintergrund heißt übrigens Serotonin from the Sun. Orangenmarmelade ist wahrscheinlich der Serotoninbringer. Daher einfach nachmachen in dunklen Zeiten. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich ein Etikett. Und das ist die Sonne im Glas.